Hallo zusammen. Ein bekanntes deutsches Sprichwort sagt, die Feste muss man feiern, wie sie fallen. Und feiern kann man übrigens rund um das Jahr. Unser Thema heißt Volksfeste in Belarus. Heute im Video lernst du über Volksfeste in Belarus sprechen, Bräuche und Traditionen auf Volksfesten beschreiben, und über dein Lieblingsfest erzählen. Feiern kann man also rund um das Jahr, denn jede Jahreszeit hat mindestens ein herausragendes Volksfest. Sieh dir die Bilder an. Welche Volksfeste zeigen sie? Vermute und nenne sie bitte. Die Redemittel können dir dabei helfen. Ordne die Volksfeste den Bildern zu und prüfe deine Vermutungen. Lass uns die Antworten vergleichen. Bild A zeigt das Kupala-Fest. Auf Bild B sieht man Kalabi. Auf Bild C ist ein Erntedankfest, zum Beispiel Dajinki. Auf Bild D kann man Maslenitsa sehen. Weißt du, wann man diese Feste feiert? Ergänze die Volksfeste. Lass uns die Antworten vergleichen. Ab Ende Dezember bis Ende Januar verkleiden sich die Dorfbewohner und gehen von Haus zu Haus und singen traditionelle Kalatki-Lieder. Das Fest heißt Kalade. Auf Anfang Juli fällt das Kupala-Fest. Ab Ende Februar bis Anfang März feiert man, genau, Maslenitsa. Jeden September gibt es auf dem Land das Erntedankfest Dajinki. Gut. Jedes Fest hat seine eigenen Symbole. Diese Kennzeichen unterscheiden sie voneinander und machen sie besonders und einmalig. Sieh dir die Bilder an und mache die Aufgabe. Bist du soweit? Dann kannst du hier deine Antworten prüfen. Strohpuppe und Pfannkuchen gehören zu Maslenitsa. Farnblume steht für das Kupala-Fest. Ziegenkopf und Stern sind Symbole von Kalade. Das Ehrenbund kennzeichnet das Erntedankfest Dajinki. Fast alle diese Volksfeste haben eine lange Tradition, aber die Maslenitsa und das Kupala-Fest sind wohl die beliebtesten. Lies die Texte und rate, um welches Fest es geht. Na, also. Hast du diese Volksfeste erraten? Da bin ich mir fast sicher. Im ersten Text geht es um Maslenitsa. Und Text B
beschreibt das Kupala-Fest. Gut. Auf zu der nächsten Aufgabe. Sieh dir die Bilder an und lies dann die Texte wieder. Zu welchen Textstellen passen die Bilder? Vergleich jetzt deine Antworten. Bild A. Der Höhepunkt der Maslenitsa ist die Verbrennung der Strohpuppe. So verabschiedet man sich vom langen Winter. Bild B. In der Kupala-Nacht ist es üblich, um das Feuer zu tanzen oder durch das Feuer zu springen. Bild C. In der Kupala-Nacht sammelt man auch verschiedene Kräuter, um sich vor Hexen zu schützen. Heilkräuter und Blumen bekommen in dieser Nacht eine besondere Kraft. Und das Bild D. Junge Frauen flechten Blumenkränze und werfen sie ins Wasser, um ihr Schicksal zu erraten. Welche Bräuche und Rituale machen diese Volksfeste aus? Stopp das Video und mache die Aufgabe. Vergleich jetzt deine Antworten. So, endlich wieder Zeit, mal etwas Grammatik zu üben. Was macht man auf diesen Volksfesten und wozu? Stopp das Video und mache die nächste Aufgabe. Ergänze die Sätze mit um zu. Lass uns die Antworten vergleichen. Man verbrennt eine Strohpuppe, um sich vom Winter zu verabschieden. Der Satz Nummer 2. Jetzt kannst du dich überprüfen. Junge Frauen werfen Blumenkränze ins Wasser, um ihr Schicksal zu erraten. Gut, wir gehen weiter. Der Satz Nummer 3. Überprüf dich jetzt. In der Kupala-Nacht sammelt man Kräuter, um sich vor Hexen zu schützen. Der Satz Nummer 4. Die richtige Antwort. Man badet im Tau, um eine besondere Kraft zu bekommen. Der Satz Nummer 5. Um Mitternacht geht man in den Wald, um nach der Farnblume zu suchen. Der Satz Nummer 6. Lass uns die Antworten vergleichen. Man sucht nach der Farnblume, um alle Reichtümer der Welt zu finden. Und der letzte Satz, der Satz Nummer 7. Überprüf dich jetzt. Man backt Pfannkuchen, um die Sonne zu rufen.
Feiert man diese Feste in deinem Wohnort? Hast du schon einmal einen dieser Bräuche miterlebt oder vielleicht sogar dabei mitgemacht? Welches Ritual findest du am schönsten? So, ein Volksfest kann richtig schön sein. Mit Jahrmärkten, Umzügen, Spielen, Leckereien und Feierlichkeiten. Das beweist auch diese Bildergalerie. Wähle ein Bild und beschreibe es. Die Redemittel helfen dir dabei. Wir lieben sie, all die unglaublichen Wunder dieser Feste. Wähle nun ein Fest und erzähle, wie man es in Belarus feiert. Außerdem finden in den belarussischen Städten und Dörfern verschiedene kulinarische Festivals und Feste statt. Das sind Milch, Kartoffel, Bier, Käse, Pralinen, Apfel, Gurken, Honig, Moosbeerenfestivals. Welches Fest möchtest du am liebsten besuchen und warum? Soweit zu Volksfesten in Belarus. Und welche Volksfeste feiert man in deinem Ort? Nächstes Mal machen wir genau dort weiter. Danke für deine Mitarbeit. Tschüss!